50 Millionen Euro gehen allein in einer Stadt wie Hamburg jedes Jahr durch die Lappen. Wegen Schwarzfahrern. Weit über 100.000 werden dort jährlich erwischt. Aber Schwarzfahrer sind nicht die einzigen schwarzen Schafe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Deswegen kennen die Kontrolleure der Hamburger Hochbahnwache kein Pardon. Das müsst ihr jetzt einmal aufschreiben. Ja, was ich auch gesehen habe. Hochbahnwächter Christian hat zwei Studenten mit der offenen Bierflasche in der Hand in der U-Bahn erwischt. Ich trinke nie Alkohol. Wir haben dieses eine Bier. Das ist das erste Bier und... Das sagen Sie, das weiß ich nicht. Die Studentin protestiert. Doch in U-Bahnhöfen, Zügen und Bussen der Hochbahn ist es verboten, Alkohol zu trinken. Wer sich nicht daran hält, muss Strafe zahlen. 40 Euro kostet das. Der Sicherheitsmann kennt die Ausreden inzwischen fast alle. Das meiste ist, das ist nicht mein Bier, ich halte das nur für einen anderen oder das habe ich gefunden oder ich sammle die Flasche nur in der Bahn. Aber wenn die Flasche in der Hand halten, dann ist das leider das Problem. Ne? Das ist dann schon deren Bier. Aber ich versuche natürlich, sich der Sache zu entziehen. Es ist die Spätschicht bei der Hamburger Hochbahnwache. Bis die letzte Bahn nachts gegen 1 Uhr abfährt, sind die Sicherheitsleute im Einsatz. Rund 400 Männer und Frauen und mehrere Hunde sollen für Sicherheit sorgen und Schwarzfahrer aufspüren. So wie diesen Mann, der sich im Zug der Ticketkontrolle entziehen wollte. Erklärungsversuche auf dem Bahnsteig. Sie haben eine Abo-Karte zu Hause, die Sie nachreichen können. Ich habe leider nur eine alte. Eine neue habe ich nicht. Okay. Dann ist das ärgerlich, ne? Ja, es ist so. Ich notiere mir das einmal und dann erkläre ich Ihnen, wie Sie das zahlen können. 2-3% der Hamburger sind ohne Fahrschein unterwegs. 20 Millionen Euro Einnahmen entgehen der Stadt dadurch pro Jahr. Die Ausreden sind meist die gleichen, auch beim Mann, der schnell noch ausgestiegen ist. Auf jeden Fall ist das schon ungewöhnlich und das macht man grundsätzlich nicht ohne Grund. Ne? Und meistens haben diejenigen auch keine Fahrkarte. Deswegen haben wir den jetzt so angesprochen. Er hat erzählt, dass er einfach nicht dran gedacht hat und dementsprechend muss er 60 Euro bezahlen. Im Winter wärmen sich auf vielen Stationen Obdachlose und Trinker auf. Ohne Ticket ist das verboten und Alkoholkonsum ist sowieso nicht erlaubt. Auch das ein Fall für die Hochbahnwächter. Er wollte sich zuerst nicht ausweisen uns gegenüber. Da haben wir Polizei gerufen. Im letzten Moment hat er dann ja noch einen Ausweis gezogen. Dadurch haben wir natürlich Polizei abgestellt. Die haben es nicht ganz mitgekriegt, sind trotzdem gekommen. Und dann hat er sich nachher ein bisschen aufgeregt, dass er von uns jetzt auch ein Hausverbot gekriegt hat. Und wir ihn natürlich raus haben wollen. Ganz einsehen will der Mann den Rauswurf nicht. Er schimpft und stiefelt aus Protest die falsche Rolltreppe nach oben. In den vergangenen Jahren hat die Hochbahn viel Geld für Sicherheit ausgegeben, mehr Personal eingestellt, 6.000 Kameras installiert. Die Hochbahnwache bekommt dafür positives Feedback, wenn auch nicht von dem Angetrunkenen, der die Station räumen muss. Er schimpft einfach immer weiter. Wir werden halt mehr wahrgenommen auch. Ne? Seitdem das Thema so aufgekommen ist in den Medien, haben die halt auch sehr ein Auge für Sicherheitskräfte unterwegs und man achtet vielleicht noch ein bisschen mehr als vorher darauf. Insgesamt geht es meist friedlich im öffentlichen Nahverkehr der Stadt zu. Die Sicherheitsleute sehen sich in ihrem Präventivansatz bestärkt. An den Brennpunkten und bei besonderen Einsätzen ist auch Diensthund Argo dabei. Bei der nächsten Kontrolltour haben alle einen gültigen Fahrschein dabei. Sicherheitsmann Christian hat einen Blick für Alkoholsünder. Wieder erwischt er einen Fahrgast, der eine offene Bierflasche dabei hat. Einmal die Fahrkarte hätte ich von Ihnen gern gesehen. Ich spreche Sie an, weil Sie Alkohol trinken in der Bahn. Ich dachte, die Bahn kommt später. Ich wusste nicht, wohin damit. Was kostet mich der Spaß? Auch in diesem Fall sind 40 Euro Strafe fällig. Und auch diesmal muss sich der Kontrolleur wieder eine Ausrede anhören. Er wollte eigentlich eine Bahn später nehmen, hat es dann doch nicht getan. Und dementsprechend hatte er das dann wohl noch dabei. Aber können wir natürlich nichts für, wenn er eine Bahn doch früher nimmt. Ne? Da muss man schon dran denken, dass man dann die Zeit einplant, vielleicht vor der Haltestelle wartet, dann Bier in Ruhe austrinkt und dann kann man in die Bahn steigen. Ne? Jetzt eine Fahrkarte? Hallo? Haben Sie jetzt eine Fahrkarte? Ja, dann jetzt bitte runter. Da, runter. Als Christian und sein Kollege Andreas an den Hamburger Landungsbrücken ankommen, treffen sie auf einen alten Bekannten.
Der Mann, den Sie gerade vor einer Stunde am Hauptbahnhof vor die Tür gesetzt haben, ist jetzt hierhin umgezogen. Das Hausverbot gilt allerdings für alle Bahnhöfe. Oh, das ist natürlich wieder Zufall jetzt gewesen, dass wir ihn gerade vorher hatten und jetzt gleich wieder, also das ist eher selten. Aber Sie hatten ihm ein Hausverbot erteilt, richtig, oder? Richtig. Und insofern hat er jetzt auch hier nichts weiter zu suchen. Genau, also er darf mit der Bahn fahren. Das steht ihm ja frei, aber nur natürlich mit einer gültigen Fahrkarte. Mhm. So, er darf sich bloß nicht länger verweilen. Hat er jetzt wieder getan und deswegen haben wir nochmal gebeten, rauszugehen. Kurz vor Feierabend unterstützen Christian und Andreas ihre Kollegen bei einem Fußballeinsatz. Die Fanabreise am Stadion des FC St. Pauli muss überwacht werden. Nach Spielende strömen plötzlich Tausende in die U-Bahn-Station. Damit das Gedrängel nicht zu groß wird, sperrt die Hochbahnwache die Station zeitweise ab, bevor zu viele Menschen auf den Bahnsteig gelangen. Das System machen wir seit Jahren so, das funktioniert super. Wenn wir das nicht machen würden, wäre der ganze Bahnsteig voll mit Menschen in weniger Minuten. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass die Leute ins Gleis fallen. Und das ist natürlich eine erhebliche Gefahr. Ne? Und so ist das super zu handhaben. Bitte drängen Sie sich mir rein. Auf dem Bahnsteig helfen die beiden Sicherheitsmänner dann beim Einsteigen. Zustände wie in Tokio, nur ohne weiße Handschuhe. Dann wird es auch warm, wenn man ein bisschen zusammenrückt. Ja, ist auch gut. Entschieden. Genau. Tür müssen zu. Die Plauze muss mit rein. Bleibt nichts hier. Bauch einziehen. Alle Bauch einziehen bitte. Ne? Geht das mit dem Hund? Die Bahn ist natürlich sehr voll, ne? Ja, ich bin eben jetzt aufgestiegen. Müssen Sie schauen, wenn es zu voll ist, vielleicht noch ein, zwei Züge warten. Dann müsste es aber auf jeden Fall leerer werden. Dann ist der Großteil auch weg. Für Christian und Andreas geht die Spätschicht langsam zu Ende. Diesmal ohne schwerwiegende Vorfälle. Aber genau das wollen sie mit ihrer Arbeit ja auch.